Deutschland war einmal das Land der Dichter und Denker. Doch wenn Sie heute Freunde oder Bekannte fragen, ob man ein Museum besuchen möchte, dann winken diese ganz freundlich ab. Dabei gibt es doch Museen, die sind wirklich nicht verstaubt. So zum Beispiel das Schweinemuseum in Stuttgart. Am Schlachthof befinden sich auf 2 Etagen ca. 46.000 Exponate, die Frau Erika Wilhelmer in mühseliger Kleinstarbeit zusammengetragen hat. Ob Spardose, Werbeplakat, Plüschtier oder Uli Steins Ferkeleien, es fehlt nichts. Das Museum, welches ständig weiterentwickelt wurde, bietet mit seiner angegliederten Gastronomie aber auch ganz tolle Events an. So gab es am Sonntag ein Harley- und USK-Treffen. Trotz etwas wechselhaften Wetterbedingungen setzten sich viele auf ihre Milwaukee-Bikes oder stellten ihr benzinschluckendes Auto auf den Hof. Aktuell läuft auch eine Osterschweine-Ausstellung. Deshalb ist der Eintritt um 1 Euro teurer als normal. Mit dem Geld möchte man sich aber nicht bereichern, sondern die Mehreinnahmen gehen komplett ans Allgäle. Das Museum ist täglich von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.schweinemuseum.de.